Ja, vielen Dank, Herr Kappings, dass Sie mich so vorgestellt haben. Diese Aufgabenvielfalt ist mir zugewachsen, weil es nachgeordnete Behörden der obersten Naturschutzbehörde gibt, und das sind die Berliner Forsten, das Pflanzenschutzamt und in Teilen sogar Polizeipräsidenten mit dem Jagdwesen. Also da gibt es so ganz verschiedene Aufgaben, und je weniger Personal in der Berliner Verwaltung vorhanden ist, desto mehr Aufgaben bekommt man dann auch so automatisch. Herr Kovarek hat erwähnt, dass wir ganz viele Arbeitsgruppen gemacht haben, dass wir in einen Partizipationsprozess mit der Strategie für die biologische Vielfalt eingetreten sind. Der läuft noch, um die Maßnahmen eben genau auch festlegen zu können. Und jetzt in der letzten Woche hat zu dem Thema Moore, Herr Kovarek hat es erwähnt, eine total interessante Veranstaltung stattgefunden, wo also ich ganz, ganz viel über Moore in Berlin, Kesselmoore, die es gibt, und den Grundwasserspiegel und auch Renaturierung beziehungsweise Revitalisierungsmaßnahmen, die schon laufen in der Stadt, besprochen worden sind. Also da gibt es einen Prozess, der läuft aber noch, zur Strategie für die biologische Vielfalt. Der ist noch nicht abgeschlossen, und es wird wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern, bis wir da zu konkreten Inhalten gekommen sind. Deswegen möchte ich Ihnen parallel dazu die Strategie für die biologische Vielfalt, die Strategie für die Stadtlandschaft vorstellen, die das Land Berlin 2009 begonnen hat. Das ist eine Kollegin von mir in meiner Gruppe, die das im Prinzip federführend bearbeitet hat, und sie konnte leider heute nicht kommen, weil sie sich in Urlaub befindet. Sie sehen das erste Bild hier. Das macht schon ein bisschen deutlich, wie vielfältig das gesehen wurde, das Grün. Auslöser dafür war allerdings die 15. Legislaturperiode. Sie können sich vielleicht vor 2009 noch zurückerinnern. Da war noch Frau Junge-Reyer unsere Senatorin, und sie hat den Koalitionsauftrag damals mitgenommen. Wir sollen ein Handlungskonzept für die grüne Stadt Berlin entwickeln. Und das vor dem Hintergrund eben dieser anstehenden Probleme, die damals ja auch schon auf der Hand lagen: Klimawandel, demografischer Wandel, gesellschaftlicher Wandel, verändertes Freizeitverhalten und die Qualitätssicherung des ganzen Grüns, was wir ja in Berlin haben. Sie wissen, Herr Kovarek hat es auch schon erwähnt, das ist allerdings ein bisschen andere Zahl. Man hat immer unterschiedliche Grundlagen. Wir sagen, 44% des Stadtgebietes ist grün oder blau. Das unterteilt sich dann nochmal. Ich habe noch eine weitere Folie zu diesem Thema, und da wird eigentlich deutlich, welches Potenzial auch Berlin hat. Diese Strategie für die Stadtlandschaft haben wir dann mal so eine Bilanz gemacht, und dann kamen ganz, ganz viele Zahlen zusammen. Also wir haben immerhin 435.000 Straßenbäume in Berlin. Wir haben 221 Friedhöfe, 2500 Parkanlagen. Wir haben von dem Stadtgebiet 1% sind Spielplätze. Das sind 1842 Spielplätze in Berlin. Wir haben 1500 Hektar Wald. Außerhalb des Landes Berlin auch noch 14.000 Hektar Wald zusätzlich. Wir haben 52 Landschaftsschutzgebiete, wir haben Vogelschutzgebiete, wir haben FFH-Gebiete. Also wir haben schon eine ganze Menge in Berlin, ein irres Potenzial. Und wir haben auch planerische Grundlagen für die Erhaltung dieser Landschaft. Da sage ich immer, wir haben das Berliner Landschaftsprogramm entwickelt, und das ist für uns quasi in der Verwaltung die Grundlage, damit wir bei allen Bauvorhaben immer mitsprechen können, mit Kompromisse erzielen können und dann auch möglichst mit der Stadtplanung eine gute Situation für alle erreichen. Die großen Megatrends sind dann von einem Büro, was wir für die Erarbeitung dieser Strategie engagiert haben. Das ist das Büro Becker, Giesecke, Mohr und Richard gewesen, das sind Landschaftsarchitekten, und ein Projektbüro Friedrich von Boris, der sich mit diesem Thema dann intensiver auseinandergesetzt hat, weil wir das aus uns heraus wahrscheinlich gar nicht geschafft hätten. Das sind diese Megatrends, die Sie aufgelistet haben, also diese Großveranstaltungen, die wir haben, diese Thema Klimawandel, aber auch dieses Do-it-yourself. Also Sie kennen sicherlich die Prinzessinnengärten und die vielen, die sich jetzt so zurück
wenden wieder zur Natur, die gerne auf ihrem Balkon, auf ihrer Terrasse Kartoffeln ansehen bzw. setzen und das dann auch im Herbst ernten wollen. Also da gibt es so eine Tendenzen, wo man sich auch mit dem Freiraum neu auseinandersetzen muss. Dieses Büro hat dann, um die Bewusstseinsbildung und die Identifikation der Berliner, das muss man ja immer wieder beim Grün feststellen, dass die Touristen sagen, Mensch, ihr habt eine tolle Stadt hier in Berlin, es ist so schön grün und wir können im Tiergarten uns erholen und gleichzeitig habt ihr ein riesengroßes Kulturangebot. Und um das ein bisschen zu fassen und mehr bewusster zu machen, den Berlinern und den Berliner Politikern ein bisschen bewusster zu machen, haben sie so drei Schlagworte erfunden und drei Leitbilder versucht zu untermalen. Und die sind hier wiedergegeben. Das sind die Berliner Klassiker. Da sagt man, diese traditionellen Parkanlagen, diese traditionsreichen Dinge, die wir hier haben, mit den Friedhöfen eben zusammen. Und das zweite Thema ist das Thema Natur. Was haben wir da an Ressourcen? Welche großen Wälder haben wir? Welche Wasserflächen haben wir? Wie leben wir mit dieser Natur? Und der dritte große Aspekt ist das kreative Berlin, nämlich die gerne gärtnern wollen, die produzieren möchten. Es gibt natürlich auch noch ein paar landwirtschaftliche Betriebe, sind allerdings nur noch 50 ungefähr in Berlin, die auf nicht ganz 5% des Stadtgebietes wirtschaften. Also sie haben so Leitbilder entwickelt, um das Thema bewusster zu machen. Dann haben sie dazu auch noch Bilder produziert und wir haben diese Bilder auch intensiv, das ist jetzt die schöne Stadt, so wurde es benannt, also unser repräsentatives Grün, es ist die urbane Natur, da wurde das grüne Tee sozusagen versucht als Leitbild zu entwickeln und da ist Spree und Havel ganz besonders wichtig, aber auch die großen Naherholungsgebiete, Spandauer Forst, Grunewald, Düppler Forst, aber auch in Köpenick und das als Leitbild quasi zu transportieren. Und dann dieses Produktive, dieses Nicht-Fassbare, wir haben es gesagt dann hinterher, naja, der gelbe Schaum, die Seifenblasen können auch leicht platzen, aber es ist so, dass viele Initiativen inzwischen entstanden sind, wo Menschen wieder gärtnern wollen in dieser Stadt und es gibt verschiedenste Bereiche, wo, also eine Kollegin zum Beispiel von mir hat sich 150 Quadratmeter Fläche in einem Landwirtschaftskreis sozusagen, den ein Agrarwirt angelegt hat, gemietet, wo man dann im ganzen Jahr von dem Radieschen angefangen bis zum Kohl das ganze Jahr ernten kann und sie jätet und macht das Unkraut weg und der Landwirt legt vorher diesen Kreis an und der wird unterteilt in lauter kleine Tortenstücke und da kann man sich eben, wie gesagt, für ein Jahr lang so ein Tortenstück mieten. Das ist damit gemeint, dass immer mehr Menschen doch wieder einen Hang zur Natur haben und auch sich damit zu beschäftigen, zu produzieren. So, um diese ganzen Ideen auch irgendwie zu finanzieren, auch weiter ins Bewusstsein zu heben und dann vielleicht auch Geldquellen für diese und jene Maßnahme zu finden, haben sich die Gutachter dann gesagt, ja, was gibt es denn eigentlich schon, wo muss man aufspringen, wo gibt es Finanzierungsmöglichkeiten, was ist möglich, wo ist eine Huckepack-Strategie sinnvoll, wo ist eine Kooperation, wo ist Sponsoring sinnvoll und was kann eigentlich gefördert werden dabei. Parallel dazu, das ist auch mehreren Experten vorgestellt worden, ist mit den Bezirken intensiv diskutiert worden und die haben immer gesagt, wir können nicht, wir haben kein Geld. Es ist alles, wir laufen nur noch auf dem letzten Loch und wir haben da gar keinen Spielraum mehr mit unseren Grünanlagen, auch nur irgendetwas weiterzuentwickeln. Da wurden dann Finanzierungsstrategien versucht zu entwickeln und auch bildlich zu machen. Und dann hat man sich auch Umsetzungsprogramme noch überlegt, damit es handhabbarer für die Politik ist. Sie sagen, okay, was wollen wir machen? Wir wollen Grünanlagen sanieren, wir wollen eine Stadtbaumoffensive machen, wir wollen Waldumbau machen für den Klimawandel, wir wollen die Hofbegrünung, die von der Grünen Liga gemacht wird, weiter vorantreiben, wir wollen für das urbane Gärtnern eine praktische Hilfe geben. Wo können die Flächen finden? Wo haben sie Ansprechpartner? Wo gibt es Börsen quasi für einen Informationsaustausch?
Dann gibt es aber auch das Thema Stadt der schönen Wege, die aus dem Landschaftsprogramm nur wieder aus dem planerischen Bereich her entstanden ist. Wie können wir die verbessern? Wie können wir also den Zugang zu anderen Grünanlagen von der Innenstadt bis zum Außenraum verbessern? Und wo ist es eben bei der Stadtnatur? Wo steht es da an? Wo müssen wir da unterstützen? So, und das hat man dann an verschiedenen Referenzprojekten versucht festzumachen. Die sind hier auf der Karte zusammengefasst. Und dann, man glaubt es nicht, trotz dieser Finanzkrise haben wir einen Senatsbeschluss zustande bekommen, genauso wie zur biologischen Vielfalt, aber mit konkreten Finanzmitteln. Und seit dieser Zeit bekommen wir pro Jahr 2 Millionen Euro, um diese Inhalte umzusetzen. Ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist ein Beginn. Und die Millionen vermehren sich auch ein bisschen. Ab diesem Jahr bekommen wir 50.000 Euro mehr. Ab nächsten Jahr gibt es dann 500.000 Euro mehr. Also es wird ein bisschen gesteigert. Das ist mit dem Finanzminister ausdiskutiert worden. Und das läuft auch so. Das heißt, bei der Umsetzung haben wir jetzt angefangen, dieses Thema Grünanlagensanierung zu diskutieren. Allerdings, wenn man eine Grünanlage anfängt zu sanieren, dann sind 2 Millionen nichts, muss ich Ihnen leider sagen. Da muss man abwarten, ob es nicht aus EU-Förderprogrammen dann doch eine bessere Finanzmöglichkeit noch gibt, wo wir dann nur kofinanzieren müssen oder uns generell vielleicht nur in Teilen mit beteiligen müssen. Also das ist erstmal zurückgestellt worden, weil man das mit 2 Millionen wirklich, das kann man überhaupt gar nicht anfangen. Ja. Das zweite Thema ist die Stadtbaumoffensive. Ich weiß nicht, ob Sie das in der Presse verfolgt haben, aber die ist sehr gut angelaufen. Die haben wir ja 2012, 2013 schon geführt, 2014 auch. Und in dieser Thematik sozusagen gibt es bei uns in der Verwaltung ein Anlauftelefon. Also wenn Sie einen Stadtbaum spenden wollen, können Sie bei uns anrufen, dann oder auch nur beitragen dazu, also auch schon 10 Euro helfen. Allerdings können Sie dann den Ort des Baumes nicht mehr bestimmen. Also im Internet finden Sie alle leeren Baumscheiben in den Bezirken, wo jedenfalls noch für jeweils Bäume Finanzmittel gesucht werden. Und gleichzeitig welches Defizit eben vorhanden ist. Wir haben da dieses Thema Sponsoring aufgegriffen und es ist so, dass es schon ein bisschen gesprudelt hat. Ich bin sehr erstaunt, dass es so viele Firmen auch gibt und Wohnungsbaugesellschaften, die bereit sind für das Berliner Grün, also ihren Straßenbaum vor ihrer Firma, vor ihrem Haus zu sorgen und uns da die Mittel zur Verfügung zu stellen. Da ist natürlich eine intensive Arbeit zusammen mit den Bezirken erforderlich. Das hat bei uns wahnsinnig viel Kraft gekostet, das in Gang zu kriegen und auch voranzubringen. Nichtsdestotrotz sind im Jahr 2012 und 2013 jeweils 800 Bäume gepflanzt worden, neu. Das ist immerhin. Man möchte in den nächsten 10 Jahren im Prinzip 10.000 Bäume neu pflanzen. Die Kritiker sagen natürlich, naja, da schafft er ja nicht mal den Abgang. Das ist richtig. Es gehen natürlich auch Straßenbäume immer wieder kaputt in Berlin. Sie sind einem wahnsinnigen Stress ausgesetzt und nicht zuletzt wegen der Salzbelastung, nicht zuletzt wegen der Trockenheit, wegen dieser trockenen Sommer, die wir inzwischen ja auch hier in der Stadt haben und auch weil viele sich mit ihrem Straßenbaum vor ihrer Haustür auch nicht so sehr identifizieren. Also manchmal würde schon helfen, wenn im Sommer mal jemand mit einem Eimer Wasser dahin gehen würde und sie gießen. Ja? Diese Aufrufe gibt es ja dann auch immer mal wieder. Also da werden wir versuchen weiterzumachen. Unser Senator ist da auch ganz willig und hat da Presseveranstaltungen gemacht und wir hoffen, dass das auf jeden Fall weitergeht. Das dritte Thema ist Waldumbau. Wir haben, glaube ich, 2005 angefangen, mit dem Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung zusammenzuarbeiten. Das ist der Herr Schellenberg, der ja auch so bundesweit auch bekannt ist und Frau Merkel persönlich berät. Der hat für uns damals eine Studie erstellt, wie wir mit dem Klimawandel hier in der Stadt umgehen können. Und er hat eine von den Dingen für uns sehr deutlich gemacht, dass wir uns um unseren Wald kümmern müssen. Der Wald wird diesen Klimawandel nicht aushalten, wenn wir nicht zu einem Mischwald kommen. Und genau da haben wir mit den Berliner Forsten zusammengearbeitet und bestimmte Bestände jetzt rausgefiltert, wo eine Mischwaldentwicklung dringend erforderlich und sinnvoll ist.
Allerdings ist mit den vorhandenen Mitteln, das ist bei den, also das sind hier nochmal die Bestände, die, welche Bereiche stabil sind, welche instabil sind von diesen Wäldern, also kann man sagen ungefähr 50-50 sind es und wie viel müssen wir da noch jeweils umwandeln. Und wenn man aber die Mittel, die im Moment zur Verfügung stehen, ansetzen würde, also die der Haushalt bei den Berliner Forsten normalerweise hat, würden wir 500 Jahre für diese Umgestaltung, für diesen Umbau brauchen. Und deswegen ist es da sinnvoll, Mittel von dieser Strategie für die Stadtlandschaft da auch zu investieren. Wir werden wahrscheinlich es schaffen, pro Jahr etwa 150 bis 200 Hektar, also so dass wir ungefähr, naja, sagen wir mal, noch 75 Jahre brauchen, um diese Umgestaltung auch komplett hinzukriegen. Aber es ist ein Anfang gemacht und es ist, glaube ich, auch ein guter Start. Hier sind zum Beispiel in Köpenick, da sind ja reine, fast reine Kiefernbestände in weiten Teilen, auch die Bestände mal aufgezeigt, wo eben es dringend erforderlich, Waldumbau zu machen. Das ist eine Darstellung eben von den Kiefernbeständen und wo wir hinwollen, ist rechts unten eben gezeigt, wo wir zu den Mischwaldentwicklung hinkommen wollen. Waldumbau, da ist so ein bisschen nochmal so ein bisschen Zahlensalat drin, wie viel ist gepflanzt worden, wie viele Ausgaben gab es. Also wir haben in 2012 immerhin über 200.000 Laubgehölze nachpflanzen können und 2013 immerhin über 300.000 Laubgehölze einbringen können. Das metert natürlich richtig im Wald, weil man da richtig große Flächen auch hat. Und diese 150 Hektar in diesem Jahr und die immerhin 80 Hektar im letzten Jahr, die waren ja schon mal ein ganz schöner Start. Aber nichtsdestotrotz, wenn man arbeitet, gibt es auch immer Stress. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben in der Morgenpost. Da stand Kahlschlag im Grunewald. Genau das ist dieser Waldumbau, der dringend erforderlich ist. Der fällt natürlich nicht immer auf netten Boden. Da gibt es einen wahnsinnigen Ärger bei der Bevölkerung, die es nicht versteht, warum es eigentlich erforderlich ist, diesen Wald, an den sie sich gewöhnt haben, wo sie das Bild kennen, auch anders zu denken. Und die sehen dann die Harvester, die dann die Kiefern, die 80 Jahre alten Kiefern rausnehmen, um da eben wieder andere Laubgehölze nachpflanzen zu können. Die sehen nur diese Zerstörung im Wald und sind natürlich nicht begeistert davon. Und wir haben dann waschkörbeweise Bürgerbriefe zu beantworten, die uns am eigentlichen Arbeiten dann hindern. Viertes Thema, Hofbegrünung. Ich habe auch draußen ein paar Broschüren noch mal hingelegt. Das wird mit den Mitteln der Strategie Stadtlandschaft auf unterstützt. Da gibt es die Grüne Liga, die für die Innenstadtbereiche dieses Thema Hofbegrünung, was so Anfang der 90er Jahre mal ganz groß war und auch in den 80er Jahren, als ich anfing in der Senatsverwaltung, gab es ein Hofbegrünungsprogramm. Die halten im Prinzip dieses Thema aufrecht und versuchen es für die innerstädtischen Quartiere auch fortzusetzen, Beratung zu machen, Informationen zu geben und auch praktische Hilfe weiterzugeben. Da kümmert sich, wie gesagt, die Grüne Liga und wir fördern die Grüne Liga, dass sie das für uns erledigt. Wir würden es nicht mehr schaffen. Das ist dieses Titelbild und auch ein Wettbewerb dazu. Und dieses Jahr wird auch wieder ein Wettbewerb stattfinden. Also die werden die Mittel dann auch weiter umsetzen. Punkt 5 ist das, was auch ein bisschen zurückgestellt werden musste. Das ist nämlich diese Organisationsplattform für das urbane Gärtnern, wo wir dachten eigentlich, es müssen diese Aktivitäten, die es in dieser Stadt gibt, irgendwie koordiniert werden. Man muss eine Anlaufstelle haben. Das ist von uns einfach personell nicht geschafft worden. Das ist auf vertagt worden, jetzt erstmal 2014, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir es in diesem Jahr überhaupt hinbekommen. Ein Projekt wollte ich Ihnen noch vorstellen, was zu dem Thema Stadt der schönen Wege gehört. Das ist ein planerisches Projekt. Es ist hier angedeutet entlang des ehemaligen Grenzzuges, den wir haben, von der Innenstadt hoch bis nach Pankow, zum Köppchensee hoch. Da wollen wir entlang dieser
ehemaligen Grenze einen Grünstreifen herstellen. Und da haben wir aus der Strategie Stadtlandschaft Mittel bekommen, um Schlüsselgrundstücke zu kaufen. Insbesondere hier ein Schlüsselgrundstück ist gekauft worden. Weitere Schlüsselgrundstücke habe ich dankenswerterweise noch aus dem Haushalt letztes Jahr kurz vor Weihnachten bekommen und konnte dadurch den Grünzug, der immer wieder unterbrochen ist durch kleine, im Prinzip sind es Sperrgrundstücke, auch zu komplettieren. Jetzt fehlen uns nur noch 500.000 Euro, um denn auch das letzte Grundstück noch zu erwerben. Da bin ich immer noch auf der Suche von einem, der mir diese Mittel dann zur Verfügung stellt. Und dann hätten wir es komplett, was noch da ist. Und es ist auch von Herrn Klausmeier, der ja die Thematik quasi des Mauerstreifens in seinem Museum, an dem Museum, wie heißt es, Mauergedenken, auch präsentiert, sehr unterstützt worden ist, weil er sagt, dieser Mauerstreifen ist im Prinzip nicht mehr erlebbar in den übrigen Teilen der Stadt. Und wenn Sie das machen, wäre das ganz toll, wenn wir das eben als grüne Lunge oder als Grünfläche erhalten. Es wird allerdings bis zur Realisierung noch eine Weile dauern. Es hängen nämlich Planfeststellungsverfahren da dran. Wir haben das Grüne Band Berlin genannt, aber das Grüne Band in Europa hat natürlich nichts damit zu tun. Also es ist nur so angelehnt, aber wir haben versucht, das eben in die Politik zu tragen und daher haben wir uns das Grünes Band Europa, Grünes Band Berlin, das dort geliehen. Weiteres Thema war urbane Natur. Da haben wir den Botanischen Garten in Pankow, Volkspark in Pankow. Der hat auch Mittel aus der Strategie Stadtlandschaft bekommen, um ihn zu verbessern, ein Umweltentlastungsprojekt daraus zu machen und dort Verbesserungsmaßnahmen für den Naturschutz einzuleiten. Weiteres Thema, urbane Natur. Ein Waldklimafahrt ist in Grunewald geplant, um deutlich zu machen, was der Waldumbau uns bringt und was eben dort als Verbesserungsvorschläge dann auch, um diese waschkörbeweise Briefe an uns zu verhindern, auch möglich ist. Und das soll auch aus der Strategie Stadtlandschaft mitfinanziert werden. Das ist das Projekt, was Herr Kovarek schon erwähnt hat, Ruprechtsfelde. Hier gab es schon ein Projekt, das mit 1,7 Millionen vom Bundesamt für Naturschutz gefördert worden ist und da fehlten noch ein bisschen Kofinanzierungsmittel, die haben wir aus der Strategie Stadtlandschaft da investiert und ich weiß nicht, wer das schon mal besucht hat oben in Pankow. Wenn nicht, machen Sie das unbedingt. Da gibt es Wildpferde, da gibt es die englische Parkrinder, die frei laufen und wo ein ganz großer Versuch gemacht wird, mit diesen Tieren quasi einen Wald zu bewirtschaften. Also was die Förster eigentlich überhaupt gar nicht mögen, ja, dass man Tiere frei laufen lässt dort und mal schaut, wie die Entwicklung ist, wenn die eben die Rinde zerbeißen, wenn sie bestimmte Baumarten besonders mögen und wie sich dann der Wald entwickelt. Aber es ist eine Probe. Ja, wie geht es weiter 2014, 2015? Wir werden mit allen Themen weitermachen. Wir werden versuchen, dort die Mittel weiter in alle Programme zu integrieren und dann hoffentlich auch das mit der produktiven Landschaft nochmal schaffen, also dass wir da vielleicht eine Plattform institutionalisieren, die dann allen Gärtnern, die das gerne machen wollen, urbanen Gärtnern, auch die Möglichkeit für den Informationsaustausch gibt. Ich danke Ihnen vielmals für Ihr Zuhören und ich hoffe, Sie sind ein bisschen angeregt, auch mitzutun, wie Herr Kovarek das auch schon gesagt hat. Es ist da allerdings, ich habe jetzt keine praktischen Maßnahmen Ihnen genannt, aber wir machen im Moment für die Berliner Wirtschaft eine Broschüre, um das Thema an die Berliner Unternehmen heranzubringen. Und da werden ganz viele praktische Beispiele drin sein, wie man das persönlich in seinem Garten, ob es nun eine Dachbegrünung ist, die ich mir überlege auf meiner Garage oder ob es eine Fassadenbegrünung ist, ob es ein Insektenhotel ist, ob es ein Nistkasten ist. Da werden lauter praktische Informationen weitergegeben und wenn Sie noch bis Ende März warten, dann habe ich es hoffentlich so weit, dass das Layout klar ist und wir das drucken können. Ich danke Ihnen vielmals.